Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder meine monatlichen DM-Neuheiten und dieses Mal natürlich für den Monat Dezember. Ich habe ganz viele neue Dinge entdeckt und zwar werde ich dieses Video wieder in drei Kategorien aufteilen und zwar einmal in Pflege, in Kosmetik, aber auch in Food-Produkte. Ja, wenn euch solche DM-Neuheiten, DM-Hauls, aber auch DM-Shopping-Vlogs interessieren, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Solche Videos kommen regelmäßig von mir online. Bevor es losgeht, habe ich natürlich wie in jedem Video auch noch eine Videofrage an euch. Und zwar würde mich heute interessieren, ob ihr ein Must-Have in der Drogerie habt für den Winter, auf das ihr nicht verzichten könnt. Also schreibt mir das doch super gerne mal in die Kommentare. Also bei mir ist es im Winter definitiv meine Kaufmanns Lippenpflegecreme. Die brauche ich, weil meine Lippen sind sowieso immer so trocken und vor allem im Winter ist es noch schlimmer. Ja, schreibt mir das echt gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit den DM-Neuheiten für Dezember. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wir starten direkt mal mit der Kategorie Pflege und zwar mit Balea. Da habe ich auch einige Neuheiten entdeckt. Wir fangen an mit diesem Lippenpflegestift, der heißt Soft Cookies und davon gibt es auch schon eine Duschgel und jetzt gibt es eben auch eine Lippenpflege davon. Diese Edition duftet nach Keks, aber auch nach Schokodrops. Davon gibt es dann auch noch diese Pflegecreme, die ist für den Körper, für das Gesicht und sogar auch für die Lippen geeignet. Dann gibt es diese straffen Hydrogel-Gesichtsmaske neu aus der LE Golden Vanilla. Davon hat es letztes Monat die Augengel-Pads schon neu gegeben und jetzt gibt es eben diese Gesichtsmaske. Diese ist mit Vanilleextrakt und auch mit Hyaluron. Dann gibt es von Balea auch noch eine neue Reihe, die heißt Beauty Hyaluron und davon gibt es aktuell drei Produkte. Diese hier. Einmal ein Power Booster, das ist ein effektives und hochkonzentriertes Dreifachkonzentrat. Dann ein Serum für sofortige Glättung und auch Straffung. Ist für eine spürbare Faltenminderung und für ein pralleres Hautbild. Ja, dann interessant gibt es auch noch ein Eye and Lip Serum. Das hat einen Aufpolsterungseffekt dank der Hyaluronsäure und ist für eine straffere und glättere Lippen- und Augenpartie. Nee, es gibt sogar vier Produkte aus der Beauty Hyaluron Reihe und zwar habe ich diese Augengel Pads vergessen. Die haben einen sofortigen Kühleffekt gegen Schwellungen, ist mit Hyaluronsäure, Panthenol und ist auch parfümfrei. Aus der Reihe Hand von Balea, da gibt es ja auch schon einige Produkte, gibt es jetzt neu dieses Gesichtsöl. Das mildert Spannungsgefühle und feine Linien. Das ist mit Hanfsamenöl und auch mit Vitamin E. Dann haben wir eine richtig süße neue Tuchmaske, die heißt Sweet Kurkuma. Die spendet intensive Feuchtigkeit und ist mit Kurkuma und Kaffeeextrakt. Bleiben wir gleich bei Tuchmasken und zwar gibt es aus der Reihe Magic Forest von Balea auch noch diese neue Tuchmaske und diese ganze LE duftet nach einem märchenhaften Duft. Aus der Magic Forest Reihe haben wir dann auch ein neues Shampoo. Das sieht so aus. Ich finde die LE ja wirklich super schön gemacht und das ist für geschmeidiges und gepflegtes Haar. Diese neue flüssige Cremeseife gibt es auch neu von Balea. Die heißt Beeren und Vanille. Außerdem gibt es aus der Reihe Magic Forest dann auch noch diese feste Dusche. Von Balea gibt es dann auch neu dieses Massageöl. Das heißt Orient Feeling. Neu von Balea gibt es dann auch dieses Forming Water mit einem Volumeneffekt für die Haare. Das soll fixieren ohne zu beschweren und das soll 24 Stunden lang Halt und Volumen geben. Von Balea habe ich dann ein neues Set entdeckt. Das ist das hier. Das heißt Pure Energy und das besteht aus einer Gesichtsmaske, aus einer Bodylotion und auch aus einer Pflegedusche. Dann haben wir eine neue bedruckte Tuchmaske und zwar heißt die Be Fantastic mit der Giraffe da drauf. Die spendet auch intensive Pflege mit Hyaluronsäure und auch Papaya-Duft. Dieses reinigende Handgel aus der Reihe Sweet Clementine gibt es auch neu. Davon gibt es ja zum Beispiel auch schon eine Cremedusche. Jetzt kommen wir auch schon zu Nivea und zwar habe ich hier ein neues Serum entdeckt. Das heißt Q10 Antifalten Power. Das verbessert die Regeneration über Nacht, ist für sichtbar straffere Haut am Morgen und mildert auch tiefere Falten. Neu von Nivea gibt es dann hier auch noch dieses Vitamin C Serum. Das ist für eine frischende und strahlende Haut und das soll den ganzen Tag die Haut mit Feuchtigkeit
und Glow versorgen. Diese neue Body Lotion mit Lavendelduft gibt es auch. Die soll bis zu 48 Stunden lang Feuchtigkeit spenden. Von der Dresdner Essence haben wir hier ein kleines Geschenkset und zwar mit einer wärmenden Duschseife. Die ist für normale Haut mit einem cremigen, floralen Duft. Ist mit Kakaobutter und auch Mandelöl, also richtig winterlich. Von Balmain habe ich dann ein Geschenkset entdeckt und zwar dieses hier, das heißt Nordic Breeze. Da drin ist enthalten ein Bodyspray, ein Duschgel und auch eine Handcreme. Von No Makeup haben wir hier eine neue Tagescreme. Die heißt Pink Power und das hat eben eine parfümfreie Formel. Aus der Reihe gibt es dann hier auch ein Zwei-Phasen-Serum neu. Das hat übrigens auch einen Anti-Redness-Effekt. Von Balea Professional gibt es hier ein neues Shampoo. Das heißt Wachstum und Stärke. Das soll das Haarwachstum fördern und Haarausfall reduzieren. Dann haben wir einen neuen Schaumfestiger aus der Reihe Wavy Hair und das ist ein Mousse. Das gibt einen flexiblen Halt und soll die natürliche Sprungkraft der Haare unterstützen. Dann habe ich was ganz Interessantes entdeckt und zwar diese Messy Bun Cream. Das ist mit Jojobaöl und Rosenwasser und das soll dem Haar Struktur geben, sodass man einen besseren Messy Bun zaubern kann. Von Balea Professional für die Haare habe ich dann auch noch dieses neue Spliss Protection Shampoo entdeckt. Das reinigt und schützt splissanfälliges Haar vor Hitzeschäden und schenkt natürlichen Glanz. Aus der Reihe gibt es dann auch noch diese 2-in-1 Haarkur. Dann gibt es auch noch dieses neue Produkt, das ist auch richtig interessant. Das ist ein Magical Water, heißt Beautiful Long. Das ist für langes geschädigtes Haar geeignet und ist mit Keratin und Magnolienextrakt. Das schenkt eine Sofortpflege mit Wow-Effekt. Also das hört sich auch sehr interessant und spannend an. Weiter machen wir mit der Kategorie Kosmetik. Da fangen wir mal an mit Essence-Produkten. Davon gibt es hier zum Beispiel ein kleines Geschenkset mit einem Lippenbalsam. Dann gibt es eine neue wunderschöne LE von Essence, die heißt Wish Upon a Star. Davon gibt es einmal diese wunderschöne Lidschattenpalette neu mit neuen schimmernden und metallischen Farbnuancen. Dann diesen wunderschönen Lippenstift, der pflegt die Lippen und verleiht einen Glow. Außerdem passt sich der an den eigenen pH-Ton der Lippen an und intensiviert eben diesen individuellen Rosé-Ton. Dann haben wir hier ein Körperöl, das versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und verleiht einen leichten goldenen Schimmer. Hört sich auch super spannend an. Ja, dann gibt es hier auch noch ein Kissenspray, finde ich auch total toll und das soll ein bisschen vor dem Einschlafen sogar beruhigen. Dann gibt es dieses Pinselset. Enthalten ist ein Eyeshadow-Pinsel und auch ein Puderpinsel. Und diese Nagelsticker gibt es dann auch noch aus dieser LE. Essence hat dann auch wieder eine kleine neue Disney LE rausgebracht. Wunderschön. Zum einen gibt es drei verschiedene Lidschattenpaletten. Einmal diese hier. Jede enthält 18 verschiedene Töne aus metallischen, schimmernden und auch matten Tönen. Da gibt es eben diese Lidschattenpalette mit Rapunzel. Dann noch mit Prinzessin Jasmin. Die hat diese tollen, wunderschönen Farben enthalten. Und dann auch noch mit Mulan. Die hat die Farben enthalten, so richtig schöne, wärmere Töne in Orange und ja, Erdtönen, erdfarbenmäßig. Diese zwei neuen Wimperntuschen aus der Disney LE von Essence gibt es dann auch neu. Einmal eine pinke und einmal eine schwarze. Ja, dann gibt es von jeder Prinzessin auch noch Hydrogel-Augenpads. Einmal mit Koffeinextrakt, Kirschblütenextrakt und auch Hibiskusblütenextrakt. Dann gibt es aus der LE auch diese drei schönen Fake Lashes. Von Catrice gibt es dann auch wieder zur gleichen Zeit eine Disney LE. Ich glaube, die stimmen sich da echt immer ab. Zum einen gibt es hier mal ein Highlight. Eine Highlighter-Palette mit Ariel drauf. Dann diese beiden verschiedenen Gesichtsmasken, die verleihen beide einen schönen Glow. Von Catrice gibt es dann auch eine kleine Mini-Wimperntusche neu aus der Glam & Doll Volume Mascara. Und zwar finde ich es auch super praktisch für unterwegs. Eine kleine. Auf Reisen ist es auch super praktisch. Von NYX gibt es dann eine Haus des Geldes Edition. Und zwar gibt es da auch verschiedene Produkte. Einmal hier diese Lidschattenpalette. In der sind gleich 32 verschiedene Farbnuancen enthalten. Dann gibt es auch eine kleinere Lidschattenpalette. In der sind 9 verschiedene Töne enthalten. Dann gibt es diese zwei Highlighter im Sortiment. Aber auch ein Flüssig-Eyeliner.
und einen richtig roten Lippenstift. Der sieht so aus, richtig knallig. Dann gibt es einen Highlighter-Pinsel in der LE und auch diesen Handspiegel. Und diese fünf verschiedenen Eyeliner-Stifte in diesen fünf verschiedenen Farbnuancen. Von NYX gibt es dann diese neue Lidschattenpalette, die enthält fünf verschiedene Nuancen in so ein bisschen Glitzerfarben. Auch richtig weihnachtlich. Von NYX gibt es dann auch noch diese wunderschönen drei glitzernde Lipgloss-Farben. Die sehen auch super schön aus. Ja, dann haben wir hier noch diese Lidschattenpalette. Die hatte ich fast vergessen. Die hat aber auch super schöne Farben. Von Essence gibt es dann auch noch brandneu diese neue LE. Und zwar heißt die Ticket 4... Und zum Beispiel heißen diese Augenpads Ticket for a Break. Die sind mit Hyaluron und roten Beerenfrüchten. Dann gibt es eine Handcreme, die ist mit pflegender Shea Butter, Kokosnuss und Mandelöl. Einen pflegenden Lippenstift gibt es dann auch mit einem, ja, pflegenden Kern. Der ist mit Hyaluron, Vitamin E und auch mit Avocadoöl. Weiter geht es mit diesem Gesichtsmassageroller und mit diesem Lippenpflegeöl. Der besteht ebenfalls auch aus Hyaluron, Vitamin E und auch mit Avocadoöl. Ja, und dann gibt es hier auch noch diesen Überlack neu. Von Trended Up gibt es eine neue Limited Edition von Nagellacken. Und zwar gibt es diese verschiedenen Farbnuancen. Von Trended Up haben wir dann noch diese beiden Lipglosse. In diesen zwei Farben. Dann gibt es diese holographischen Nagelsticker und auch eine wunderschöne pastellige Lidschattenpalette. Die enthält 9 verschiedene Farben. Jetzt kommen wir auch schon zur Kategorie Food. Da habe ich leider nicht ganz so viel dieses Mal gefunden. Und zwar einmal von DM Bio gibt es neu ein Punschgewürz. Finde ich super interessant. Das passt wirklich jetzt perfekt. Ja, dann habe ich hier noch diese veganen Fruchtgummis gefunden. Die finde ich, sehen auch wunderhübsch aus in den pastelligen Farben. Ja, das war es jetzt mit meinen DM-Neuheiten für Dezember. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.